Schüttel on the Rocks wird präsentiert von Lidl. Da steckt richtig viel Schweiz drin. Und ausgestattet von Franke. Make it wonderful. Heute bei mir zu Besuch ist niemand anders als Aretha Franklin aus der Schweiz. Und das ist Nicole Bernegger. Schön, bist du da. Freue mich auch riesig. Und freust du dich auf das Glasse? Glasse? Sehr schön, immer gern. Ja, ich bin nur bis zur Sirup-Glasse, Sirup-Stängel-Glasse gekommen. Das ändern wir heute. Yes, I gotta say no. No more, you're really hot from head to toe. It's too bad you're half my age, you know. Summer night and city lights, I am up for an adventure. Your sweet humor is the key that I'm dangerously confused. Oh, oh. Sehr schön. Ja, aber jetzt grüß dich wohl. Schau jetzt mal da. Es ist schön. Ich sehe, du bist kein Schutztyp. Aber warte jetzt nur, bis mein Rolls-Royce kommt. Aber der hat doch schon, so ein paar Minuten vom Tag auf seinem Leben, oder? Ein Veneli. Das ist noch von meiner Großmutter. Man sieht die verschiedenen Menüs. Das Lätzli angemacht. Ich kann schon gewusst, dass du jetzt lachst. So ja. Aber du wirst noch staunen, zu was das gut ist. Gut. Also, lass jetzt mal Nicole. Ja. Wir machen eine Interpretation aus diesem Brand hier. Wenn du die auseinander nimmst, nämlich, oder? Kommt so wie extrem viel cooles Zeug führen. Und aus dem alles, machen wir es Klasse. Genau. Also wir verbröseln das. Nein. Und verstampfen es. So einfach machen wir es. Nein, so einfach machen wir es nicht. Aber wir tun jetzt mal eins in den Tiefkühler, dass wir dann noch eins haben für ein bisschen zur Garnitur. Und wir lassen los. Also jetzt kannst du mal einen halben Liter Rahm rein tun. Halben Liter Rahm. So. Gut, du musst mir einfach die ganze Schote so aufschneiden, auskratzen und dann rein. Und wenn du mit dem Stumpfteil nimmst vom Messer, dann hast du viel mehr Benefit. Siehst? Right. Schau jetzt. Ja, schau jetzt da. So, jetzt kannst du hier aufschlagen. Hier. Ja? Du reihe mal Kondensmilch auf. Ja? Machst du das? Jetzt musst du reihen. Aha, aha. Gut. Fertig? Gut. Okay, das ist eigentlich schon fertig. Das wäre jetzt wie eine Vanilleglasse. Ja, so wie eine Art Vanilleglasse. Hätten wir das? Gut. Erledigt. Wir machen so Schokocrumbles nachher oben drauf. So etwas Krasses. Okay. Ja. Du kannst mal 4 Esslöffel Rohrzucker nehmen, hier drin tun. 3 Esslöffel Mehl. So etwa? Ja, so. 2 und 3. Und dann 2 Schokolade. Jetzt haben wir hier noch 100 Gramm Butter. So. Jetzt kannst du schön durchkneten. Durchkneten? Ja, richtig. Oh Gott, die sind wirklich hart. Ja, das wird dann schon weich. Es braucht jetzt ein bisschen Zeit. Es braucht ein bisschen Zeit. Ja, Entschuldigung. Die haben wir ja. Ganz leicht ungeduldig. Ja, ich habe Respekt vor dem Backen. Im Fall. Ich auch. Du auch? Ich auch. Backen ist eben etwas, das muss unhuren genau sein. Ja. Und Backen ist etwas, das geht nicht ohne Competition. Du kannst nicht kommen. Das ist so, dann gehst du so zu Mosers heim und dann bringst du irgendwie dein Linsentörtli mit. Und Katrin hat auch noch eins. Und nachher. Ja. Ah! Du sprichst mir aus dem Herzen. Nein, und nachher ist das so, am Abend, wenn alle daheim waren, tut man dann noch im Bett, bevor man einschläft, links und rechts das Buch. Du, aber ein Bernegger Kuchen, das war nicht so gut, gell?
Sind wir ehrlich, oder? Ja, weisst du, Katrin. Weisst du, so, gell? Ich mache einfach, ich setze auf extra Dosis Schoki im Moment. So, gut, stopp. So. Et voilà. Und jetzt schon? So, jetzt müssen wir das hier so ein bisschen verfötzeln. Du hast schon mal schnell die Hände, he? Ja. Okay, ich sehe schon, wenn Kinder das machen, das wird ein Spass. Alright, also. Dann haben wir jetzt die schönen Crumbles gemacht, so ein bisschen Bernecker-Style. Bei 180 Grad über das hier. In Öfen. In Öfen. So 10 Minuten. So, gut. Ja. Also. Das Green macht Freude. Jawohl. Jetzt, next. Caramel. Ja. Nehmen wir einen normalen Zucker hier. Drei Viertel Tasse, so ein bisschen. So. Drei Viertel. Ja. Das kannst du nachher hier rein tun. Yes. Jetzt kannst du hier so drei Esslöffel Wasser rein tun. Super. Schön, sie muss schön karamellisieren. Rühren? Ja, einfach so ein bisschen. Die ganze Leilung. Sich dem ein bisschen widmen, genau. Dann nehmen wir hier noch mal 100 Gramm Butter. Dann machen wir noch etwas. Jetzt ist es noch so. He? Super. Ich sehe, wie du das machst. Da hier müssen wir den Dingsgrad bestimmen. Den Karamellgrad bestimmen. Hier. Karamellgrad. Da, wie dunkel wir es haben. Das heißt, du hast hier schon so viel. Also, es ist unhure heiß in diesem Pfändchen drin. Ich gehe lieber nicht zu nahe, könnte es noch spritzen. Nicht. Ja, das würde ich jetzt nicht. Und jetzt musst du aufpassen, jetzt geht es unhure schnell. Sag du mir's. Was soll ich sagen? Wie willst du es? Ja, eben lieber zu hell als zu dunkel. Das nehmen wir's. Und jetzt kannst du Butter drin tun. So ein bisschen langsam reinlegen, genau. So, jetzt passiert etwas hier. Gibt es eine wunderbare Geschichte hier. Und jetzt kannst du es noch ein bisschen einrühren wieder. Ganz langsam. Okay. Wieder rühren, immer rühren. So. Sie mögen sich nicht so dran und die Soße. Mama, jetzt kommt es schon. Sicher, verbinden sie sich trotzdem. Sich die Gegensätze befreundet. Ziehen sich an. Jetzt wäre es der Freund. Okay. Ah, jetzt wäre es hier. Ja, jetzt kommt es. So. Siehst du? Ah! Hey, aber die Farbe stimmt genau. Very nice. Hey, ho, hey. So. Ein bisschen auskühlen. Das kannst du hier heiß abfüllen. Nein, das ist nicht mehr rein. Hey. Der Zufall. Gut. Ja. Jetzt haben wir on stock Karamell Salsa gekachelt. Und jetzt gehen wir noch in Final. Machen wir nochmal Karamell, aber mit salzigen Nüssen drin. Dann kannst du eine Pfanne nehmen, heiß machen. Und dann musst du nur den Boden einstreuen. So. Okay. Also, ich würde nicht die ganze Menge Karamell. Das ist so, wie ich es kenne. Das fällt das hier an. Ah, ja. Oder? Okay. Und jetzt kann man hier schon wieder eigentlich mit neuem Zucker. Also, sobald das dort so ein bisschen Glas ist. Ja, gehst du wieder drauf, oder? Das kühlt wie ab. Okay. Und dann hast du eine Menge, die nachher. Und das hockt unten auch nicht an. Nein. Du lässt es eigentlich als Omelette drin. Jetzt sind wir ein bisschen weg. Das ist ein bisschen Spiel mit der Hitze, oder? Dann musst du wieder ein bisschen drüber einstreuen. So, jetzt nehmen wir unseren Karamelllöffel, den wir schon haben. Jetzt kannst du hier noch direkt rein. Ja. Schau jetzt. Und jetzt. Voila. Jetzt hast du aber gleich rein. Ja, jetzt kannst du. Jetzt hast du schon. Ja, voilà. So. Jetzt hast du genug. Jetzt kann man es ein bisschen wegziehen. Und jetzt, schau, es klebt nie dran. Voila, voila. So, jetzt kannst du die Nüsse rein tun. Ja. Reinstreuen schön. So verteilt? Ja, überall. Nur mal schön rein. Noch mehr. Noch mehr. Ja, ja. Viel, ne? Ja, ja. So. Gut. Okay. Ja. Achtung, heiß. So. Das sieht ziemlich hammerig aus. Mhm. Ja. So, was schnell ein bisschen aushalten. Das ist ein Grumble. Kannst du das noch verfötzeln? Ja, das müssen wir so verfötzeln. Kannst du hier drin tun? Hier fötzeln? Mhm. Das tun wir auch hier vorne. Aber dann wieder das tiefgefrorene Schnickers raus. So. So, jetzt darfst du noch ein bisschen. So. Verschlagen? Ja, ja, ja. Nein, ehrlich? Oh Gott, okay. Und was einfach so ein bisschen fein. Ganz fein. Mal schauen, wie es tut. Voilà. Oh, das schmeckt echt. Das ist cool. Das ist das nächste Topping. Voilà. Das sind so richtige, nachher so Gelati-Party. Schau mal. Hoho. Hoho. So. Das könnte ein bisschen länger hart bitte. So. Jetzt musst du das Glas hier drin streichen. Doch cool. Puer. So. Perfetto. Und, ein und dann kann man hier so ein bisschen wie Schoki Crumbles drauf tun. So, oder? So. Ich kann es nicht so schön abstreichen. Am Schluss kann man noch so ein bisschen. Am Schluss machst du Caramel Topping. Ja, nein, so am Schluss noch so ein bisschen. Ein bisschen Schokolade. Oh, mal geil. Das looks very good.
So. Schau mal, das Glas, wie hier konsistent ist. Schau mal. Nicht. Keine Glassmaschine, nichts. Cremig. Mm. Kein Kristall. Ich bin gespannt. Das sagt sich, ich kann es fast nicht erwarten. Mm. Mm. Ja. Du warst im Garten. Mm, aber sauber. Oh. Ja. Schudel on the Rocks wurde Ihnen präsentiert von Lidl. Da steckt richtig viel Schweiz drin. Und ausgestattet von Franke. Make it wonderful.